Na, Männer, alles klar. Jawohl, Herr Karl! Die Situation stellt sich folgendermaßen dar. Ein Blick auf die Karte verrät uns, in der letzten Folge haben wir einen Konvoi aufgebracht. Wir hatten Angriffsbefehl vom BDU bekommen mit einem auserkorenen Ziel. Dann waren da noch zwei weitere Frachter dabei. Die haben wir versenkt und jetzt ist nur noch der Geleitschutz übrig. Also die Korvetten, die haben uns auch bislang nicht entdeckt. Ich würde sagen, sie sind sogar ziemlich weit davon entfernt, uns zu entdecken. Und dementsprechend würde ich mal versuchen, dass wir uns jetzt davon schleichen. Einziges Problem, was wir aktuell haben, ist tatsächlich der Sauerstoffgehalt. 26%. Ich meine, es sind schon Kaliumabsorber drin, aber da scheint jetzt auch nicht mehr wirklich was zu bringen, habe ich den Eindruck. Außer die sind schon wieder aufgebraucht. Ventilation läuft natürlich. Schleichfahrt, blaue Beleuchtung bringt auch nochmal ein bisschen was, aber wir haben eigentlich immer noch zu viel Besatzung. Schauen wir mal, können wir da vielleicht noch ein bisschen was tun? Macht auch keinen Sinn, dass gerade jemand im Funkraum ist. Den im Horchraum würde ich lassen und alle anderen, die legen sich erstmal hin. Dann haben wir noch den, der sich um die Torpedos kümmert und halt den Kommandanten. Dem können wir jetzt hier auch noch einen Seemann abzweigen. Dadurch hat sich immer noch nichts geändert. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja gut. Dann sehen wir zu, dass wir uns davon schleichen, weil ich meine, wir müssen halt auftauchen. So wie ich das sehe. Aber es macht auch nicht den Eindruck, dass die irgendwie eine Idee hätten, wo ich mich befinde. Wir haben zwar jetzt keine genaue Position mehr von den anderen beiden Korvetten. Der schippert hier drüben noch irgendwo rum. Also ich glaube, wenn wir uns in diese Richtung davon stehlen, dann wird uns nichts passieren. Das geht schon in Ordnung. So, ich frage mich nur gerade, hat es den wirklich erwischt, den Leonard? Also ich meine schon. Wenn hier kleine Gruppe 2 bis 4 steht, dann wird das bedeuten, das sind die Rettungsboote. Und wir haben ihn ja eigentlich untergehen sehen, aber wir schauen vielleicht vorsichtshalber nochmal nach. So, ich würde trotzdem gerade nochmal versuchen, ob wir bei der Ventilation nochmal was machen können, nochmal weitere Kaliumabsorber rein. Damit wir einfach noch ein bisschen länger unter Wasser bleiben können, aber ich glaube, ja gut, die sind halt auch schon wieder verbraucht. Das geht schon verdammt schnell. Da sollte ich vielleicht in Zukunft tatsächlich auch mehr mitnehmen. Ich habe hier immer einen Slot voll. Da passen 40 Stück rein, aber die sind halt so schnell aufgebraucht. So, schauen wir mal. Bringt das was? Ja, geht zumindest wieder hoch, die Luftqualität. Dann legen wir den alten auch mal kurz in die Koje. Ich meine, eigentlich reicht uns momentan das Hydrofon. Schauen wir mal, wie sich's entwickelt. Aber ich vermute mal, da sind wir jetzt fein raus aus der Nummer. Na, werf mir hier nur noch mal einen kurzen Blick drauf, weil also solange der hier auf der Karte noch angezeigt wird, macht mich ein bisschen nervös. Der muss natürlich offiziell versenkt werden. Ich schätze mal, die Korvetten sind einfach weitergefahren. Das ist halt auch eine miese Nummer, ne? Alle Frachter rausgeschossen aus diesem Konvoi. Übrig bleibt der Geleitschutz. So, Strom wird halt auch ein Problem. Das ging jetzt aber wirklich verdammt schnell. Wir waren nicht so lange unter Wasser, meine ich. Ja, na schön. Gut, schnappen wir uns den alten nochmal. Der darf nochmal ins Periskop. Das wird eng. Wir müssen sehr, sehr bald auftauchen. Und jetzt wird es halt auch gleich hell. Kurz vor 6. Wie viel Zeit haben wir noch? Knapp 10 Minuten. Können wir das riskieren, aufzutauchen? Müssen wir fast. Also ich würde sagen, ja. Bevor es komplett hell wird. Haben wir noch Hydrofonkontakte? Also mein Eindruck ist, die Korvetten sind halt wirklich weitergefahren. Also ich glaube nicht, dass wir von denen noch irgendwas zu erwarten haben, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, wir riskieren es. Wir tauchen auf. Und holen mal ein bisschen Luft.
Auftauchen. Tanks anblasen. Naja, das wird schon passen. So, wir dürften jeden Moment oben sein. Erste Brückenwache macht sich bereits klar, wie man sehen kann. So. Irgendwas zu sehen. Keine Kontakte. Keine Kriegsschiffe. Alles gut. Fein, fein. So. Und hier wird auch nichts mehr angezeigt. Ich denke, dann können wir uns einfach davon stehlen. Wir müssen ja eigentlich... Es müsste doch alles im Kriegstagebuch stehen. Ich möchte nur einfach 100% sicher sein, dass wir das geforderte Ziel auch wirklich versenkt haben. Okay, jetzt ist gerade ein Kontakt gemeldet worden, aber das werden hoffentlich Rettungsboote sein. Kurzer Blick ins Kriegstagebuch. Müsste doch hier drin stehen, oder? Der Dienst in der Marine hat Tradition in meiner Familie. Lily Henry Leonard. Einheit versenkt. Okay, gut. Also passt. Definitiv. Alles wunderbar. So. Und die Kontakte, die berichtet wurden. Werden mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit... Ja, okay, das sind alles Rettungsboote. Na gut, dann hoffen wir mal, dass uns die Korvetten irgendwie nicht hinterherkommen. Ich meine, die hätten ja jetzt theoretisch nichts mehr zu tun. Also an deren Stelle würde ich jetzt auf Jagd gehen, aber vielleicht haben die auch einen anderen Befehl, wer weiß. Konvoi ist auf jeden Fall zerschlagen, glaube ich. Das kann man so sagen. So, haben wir jetzt schon auf Diesel umgestellt? Ja, passt. Okay, dann gehen wir mal auf langsame Fahrt. Beziehungsweise, wir machen ein bisschen mehr Fahrt, sehen einfach zu, dass wir hier wegkommen. Sollen wir das durchfunken an der Stelle? Nee, es macht einen... Naja, gut. Das passt schon. Sage ich jetzt einfach mal. So. Aber wie gesagt, das mit der Funkerei, also das sammelt sich ja. Also es reicht vollkommen, wenn man am Schluss einmal funkt, wenn man wieder einläuft, zum Beispiel kurz vorm Heimathafen oder so. Aber ich glaube, wir sind fein raus aus der Nummer. Wie weit haben wir es denn eigentlich hier nach Gibraltar? Ich frage nur wegen Luftunterstützung. Die haben ja hier einen Stützpunkt, aber ich glaube, da müssen wir uns auch keinen Kopf machen. Weil ich frage mich gerade, ich glaube, ich sollte den Östermann auf jeden Fall mal schlafen legen. Dann haben wir halt niemanden mehr am Radarwarngerät, aber... Der braucht jetzt mal eine Pause, der Kollege. Ja gut, Kommandanten legen wir auch mal schlafen. Der kann auch eine Pause vertragen. Hagenau, den wecken wir mal auf. Der darf die Brücke übernehmen, solange. Nein, hier, da, okay. Gut, dann setzen wir unsere Patrouille fort. Wir haben ja noch knapp, ja, was werden das sein? Ein bisschen mehr als die Hälfte. Ein Drittel haben wir hinter uns abgespult. So. Herr Kaloy. Mich wundert immer noch ein bisschen, dass wir nicht mehr Funkkontakte, also nicht mehr, nicht mehr Meldungen vom BDU bekommen haben. Ventilation können wir natürlich ausmachen, Dieselkompressor machen wir an. Ich muss echt nochmal kurz ins Kriegstagebuch, glaube ich, einen Blick reinwerfen. Kapitän? Es kam auf jeden Fall auf dem Weg ins Operationsgebiet, kamen mehrere Funksprüche rein und wir haben aber nur einen, glaube ich, davon wirklich erhalten. Januar 42. Aber wenn, dann müsste das ja hier drin stehen. Frachtschiff Empire Leonard. Das war auf jeden Fall der Funkspruch vom BDU und das war auch der einzige. Man sieht ja auch hier Pfeil... Also anhand des Pfeiles sieht man ja, was reinkam und was rausging. Das waren alles ausgehende Funksprüche und wir haben nur einen reinbekommen. Bis auf den Dauerbefehl halt. Na ja, gut. Bisschen merkwürdig.
Aber so ist es nun mal. Okay. Zu Befehl. Ja, wir sind fein raus aus der Nummer. Kontakt Schornsteinrauch. Kleine Gruppe Schornsteinrauch. Kann das ein U-Boot sein? Legen Sie den Kurs an. Wird da Schornsteinrauch gemeldet? Einzelfahrer sind halt wirklich extrem oft U-Boote. Ah, den melden wir mal. Fahren wir den mal hinterher. Schauen wir mal. Nicht, dass das jetzt Kriegsschiffe sind, die zur Verstärkung gerufen wurden. Schauen wir mal, ob wir die Sicht ein bisschen erhöhen können. Ja, das geht. Da müssten wir doch hier gleich einen Kontakt kriegen. Aber es kann schon sein, dass das U-Boote sind. Ich weiß halt nicht. Moment, was haben wir hier? Schornsteinrauch. Ah, sieh an, das sind tatsächlich nochmal Einzelfahrer hier. Zwei Frachter. Was machen wir denn damit jetzt? Herr Kaloy. Bin noch sehr, sehr unschlüssig, ehrlich gesagt. Ich würde fast zur Bordkanone tendieren. So Einzelfahrer auseinandernehmen. Hier haben wir einen und hier haben wir einen. Der ist schon ziemlich nah dran. Batterie ist wieder voll. Sauerstoffgehalt logischerweise auch. Unbekannter Frachter. Und das, da unten, das wird auch ein Frachter sein. Vermute ich mal. Sollen wir den direkt angreifen mit der Bordkanone? Mit wem haben wir es denn hier zu tun? Ja, ist auch nur so ein kleiner, ne? Dass die nicht bei dem Konvoi mitgefahren sind. Ja, vielleicht sind sie zu langsam, aber macht eigentlich auch keinen Sinn, oder? Ich würde es über Wasser machen. Ich meine, die sind mittlerweile wirklich weit entfernt. Die werden denen nicht zu Hilfe kommen, oder? Hier mit 130 Kilometer. Die scheinen halt weitergefahren zu sein. Dann greifen wir den jetzt direkt manuell. Also mit der Bordkanone einfach ran. Fertig aus. Den alten... Moment, wir müssen hier mal ein bisschen umdisponieren. Den parken wir mal zwischen am Kartentisch kurz. Und dann schnappen wir uns den gleich. Und der alte geht auf die Brücke. Dem können wir hier nochmal Unterstützung zuteilen. Wobei Diesel, das sieht ja alles noch ziemlich gut aus. 79%. Naja, das machen wir mit der Bordkanone. Torpedos wären hier wirklich absolute Verschwendung. So, haben die uns noch nicht? Doch, die müssen uns... Doch, die haben uns natürlich entdeckt. Das wäre jetzt auch... Okay, gut, wir schnappen uns in Hagenau. Posten verlassen. Wir können eigentlich mal auf normales Licht umschalten bei der Gelegenheit. Vielleicht sogar mal Lenzen. Naja, kann nicht schaden. Ich meine, jetzt ist egal. Jetzt können wir Lärm machen. Also... Ab ans Bordgeschütz und die nächste Tonnage einfahren. Ich vermute mal, das ist auch wieder so ein Kollege um die 2000, 2200 vielleicht. Bruttoregistertonnen mehr wird er nicht haben. Ah, schön. Gehen wir noch ein bisschen näher dran. Legen Sie den Kurs an. Und versenken den ganz geschmeidig. Und irgendwo in die Richtung muss dann sein Kollege sein. Anlauf beginnt. Langsame Fahrt. Ich meine, so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss man natürlich die Fliegerei jetzt schon. Also das ist alles schon noch irgendwie in Reichweite, würde ich mal vermuten, von Gibraltar. Und nachdem wir jetzt hier doch schon so ein bisschen... uns ein bisschen wie die Axt im Walde verhalten haben. In der letzten Nacht vor allen Dingen und jetzt geht's gleich weiter. Den setzen wir jetzt schon ans Radarwarngerät. Und das sind natürlich beste Verhältnisse für die Fliegerei. Machen wir uns nichts vor. Legen Sie den Kurs an. So, wir halten mal schön drauf zu. Den anderen sieht man aber noch nicht, ne? Ideale
Bedingungen für die Fliegerei. Naja, bisschen näher noch dran, dann können wir loslegen. Legen Sie den Kurs an. Ja, falscher Kurs. So. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ah, das dürfte doch passen. So. Ab ans Bordgeschütz. Manueller Modus. Und gib ihm. Wenn wir den erledigt haben, sehen wir gleich zu, dass wir den Kurs ändern und auf den anderen mit AK zulaufen, damit wir den auch noch versenkt bekommen. Also ein bisschen schlechtes Gefühl habe ich jetzt gerade schon wegen der Fliegerei. Feuer an Deck. Also nachdem wir diesen ganzen Konvoi da zerlegt haben, würde ich schon vermuten, dass die mal da irgendjemanden vorbeischicken. Und die müssen ja auch wissen, dass hier noch mehr Frachter in der Gegend sind. Würde auf jeden Fall Sinn machen. So, das könnte natürlich schon reichen. Ein bisschen mehr auf die Wasserlinie halten. Ah, der war, glaube ich, ein bisschen zu kurz. Ich glaube, er wird eh schon langsamer. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kriegt auch langsam Schlagseite, glaube ich. Wir müssen natürlich auch ein bisschen auf die Munition achten. Ich meine, noch sieht es ganz gut aus, aber wir sind halt noch nicht so wahnsinnig lang unterwegs. Versucht da schon möglichst sparsam zu sein. Aber einige der Pötte brauchen sowieso echt, also in meinen Augen, ungewöhnlich viel Treffer. Ich weiß nicht, ob das wirklich so alles einigermaßen, also ob das so wirklich ausbalanciert ist. Feuer an Deck. So, jetzt brennt er. Kann man das Feuer erstmal einstellen, glaube ich. Zur Not heizen wir dann noch ein bisschen mit der Flak rein. Halte ich zwar irgendwie für relativ utopisch, aber es funktioniert halt, erfahrungsgemäß. Von daher passt das schon. Aber man sieht es ja eh hier oben. Ach so, okay, das war es eh schon. Genau, man sieht ja sowieso immer den Schadensstatus hier. Und wenn der ganz rot ist, dann ist er halt im Eimer. Empire Liberty. Ach, war das doch ein Liberty-Ship? Ich meine, die sind schon ein bisschen größer zumindest. Okay, kann schon sein. Ah. Okay, den setzen wir wieder an den Kartentisch. Und setzen direkt Kurs auf den anderen Kollegen. Hier haben wir noch den Schornsteinrauch. Und wir gehen auf große Fahrt. Und halten mal schön drauf zu. Der dürfte jeden Moment hier in Sichtweite kommen. So, schauen wir mal. Mit wem wir es da zu tun haben. Auch wieder ein Frachter. Alarm! Auf Gefechtsstation! Halten wir direkt drauf zu. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Und schon seit einer gefühlten Ewigkeit keinen bewaffneten Frachter mehr gehabt. Eine Zeit lang war gefühlt jeder zweite Frachter bewaffnet. Das hatte ich jetzt wirklich schon lange nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob sie das irgendwie geändert haben. Sowieso sehe ich hier nichts. Also jetzt doch ein bisschen neblig geworden. Wir halten doch direkt drauf zu. Ja, nicht ganz. Jetzt hat er uns auf jeden Fall entdeckt. Da ist er. Carolus. Unbewaffnet.
Sehr gut. Das ist, glaube ich, auch ein Liberty-Ship. Würde ich sagen. Ja gut, lohnt sich. Das lohnt sich auf jeden Fall alles. Kommandant bleibt auf der Brücke und wir nehmen natürlich wieder dann den Hagenau. Unseren Artillerieoffizier. Ja, mal schön nah dran. Und versorgen den Kollegen. Er versucht sich natürlich noch rauszuwinden. Aber es wird ihm nicht gelingen. So, ich würde sagen, das sollte mehr als ausreichend sein. Hagenau an die 88er. Du weißt, was zu tun ist. So, dann wollen wir den Burschen mal unter Feuer nehmen hier. Alle Maschinen stopp. Wechseln auf E-Motor. Nein, nicht auf E-Motoren wechseln. Narr. Wechseln auf Dieselmotor. So, okay. Ja, da kann man wirklich ganz in Ruhe arbeiten hier draußen. Beste Sichtverhältnisse, wunderbares Wetter. Ich sollte vielleicht ein bisschen genauer zielen. Ja. Die gute Munition. So, der hat, glaube ich, gesessen. Wir können auch einfach noch ein bisschen näher dran gehen, Jemen. Hier haben wir nichts zu befürchten. Große Kraft voraus. Ich meine, die Überlebenschancen von dem Schiffchen da vorne, die sind ja wirklich jetzt schon bei Null. Die könnten auch einfach evakuieren. Ich würde ihnen durchaus die Zeit geben, dass ihre Mannschaft von Bord bekommen. Na gut, wer nicht will, der hat schon. Kurs setzen. Bisschen langsamer. Wir wollen ja nichts riskieren hier. Und jetzt sind wir eh schon so nah dran. Jetzt könnten wir tatsächlich noch ein bisschen mit der Flak weitermachen. Würde ich fast dazu tendieren, glaube ich. Posten verlassen. Einfach um ein bisschen Munition zu sparen. Wir haben jetzt nur noch knapp 30 Schuss für die Bordkanone. Und ich vermute mal, das werden wir schon noch brauchen hier. Dann gehen wir hier mal in den Wintergarten. Zu Befehl. Und nehmen uns die Flak zur Hand. Ah, was haben wir denn? Panzerbrechend. Okay, das passt. Hat eh schon stark an Fahrt verloren. Alle Maschinen stopp. Wechseln auf E-Motor. Nein. Wechseln auf Dieselmotor. So. Feuer an Deck. Können natürlich auch, wir können es mit ein bisschen Feuer machen versuchen. Wir wechseln mal auf Hochexplosiv, da haben wir auch knapp 3000 Schuss noch dabei. Weiß halt nicht, ob das so effektiv ist. Also er macht tatsächlich noch ein bisschen Fahrt, ne? Schneller, schneller! Legen Sie den Kurs an! Aber ich glaube, er... Ich glaube, der säuft ab. Mal wieder ein bisschen panzerbrechend hier.
und geben ihm den Rest. Legen Sie den Kurs an. Hüllenbruch, Sie sinken. Ja, der säuft ab. Sehr gut. Das war easy money, würde ich mal sagen. Dann, okay, packen wir den Hagenau direkt wieder an den Kartentisch und machen uns vom Acker. Das funken wir jetzt auch direkt noch durch. Da wird schon nichts schief gehen. Und dann setzen wir unsere Patrouille fort. Also kann gerne so weitergehen. Kann gerne so weitergehen. Das war jetzt schon ganz ordentlich Tonnage. Und die sind uns ja alle mehr oder weniger einfach direkt vor die Rohre gefahren. Der Konvoi lag direkt auf unserem Kurs, den wir aufgebracht haben. Die Einzelfahrer haben sich jetzt noch schön direkt auf den Rücken gelegt hier und sich wunderbar präsentiert. Okay. Dann sind wir aus der Nummer erstmal wieder raus. Gut, wir hatten ja halt hier jetzt noch diese ganzen Inseln, aber das haben wir uns auch schon mal aus der Nähe angeschaut. Und war tatsächlich eine ziemlich peinliche Folge. Ich kann mich erinnern, ich bin hier irgendwo auf Grund gelaufen, ich glaube in dem Bereich. Bin da gerade noch so wieder rausgekommen, aber da gibt es auch nicht wirklich was zu sehen. Ich meine, wir können hier mal ein bisschen näher noch an diese Inselchen dranfahren. Ist ja doch, es ist nett anzusehen, aber mehr auch nicht. Also es gibt jetzt irgendwie keine Siedlungen oder irgendwie sowas zu entdecken. Weiß auch nicht, ob das noch kommt. Also die Inseln sind halt praktisch alle mit den gleichen Texturen überzogen. Ist alles eher so ein bisschen generisch. Aber wir können mal schauen, ob wir hier irgendwas zu sehen bekommen. Na gut, um die Zeit wohl eher nicht. Schaut's denn aus. Patrouille ist ungefähr zur Hälfte absolviert. Wir wagen uns einmal an die Küste ran vielleicht. Also wer es noch nicht gesehen hat. Jetzt ist natürlich auch ziemlich dunkel. Das bringt jetzt natürlich auch nicht allzu viel. Naja, doch, man sieht schon ein bisschen was, ne? Ja, so sehen die Inseln halt letztlich alle aus. Das wäre natürlich schön, wenn da noch ein bisschen Abwechslung reinkäme. Also ich meine, die Landschaft, das kann man schon so lassen, glaube ich. Aber hier und da mal ein paar Ortschaften, kleine Städtchen, was es halt so alles gibt auf diversen Inseln, wäre schon noch eine schöne Ergänzung. Wobei diese Steilklippen sehen ganz nett aus. Ja, aber zwecklos, also bringt uns halt nichts. Kann man mal machen. Hilft uns aber nicht weiter. Okay, wir setzen Kurs. Ich meine, hier um diese Inseln herum, da wird keiner unterwegs sein. Deswegen gehen wir eher mal wieder so in die Richtung. Es scheint ja schon so eine Route zu sein hier, die hier durchläuft. Langsame Fahrt. Wir sollten sowieso ein bisschen sparsamer mit dem Diesel umgehen, glaube ich. Funker brauchen wir aktuell auch nicht. Den können wir in die Koje legen. Wie sieht es denn sonst aus? Der hier kriegt ein bisschen Verstärkung zugeteilt und der hier auch. Der spart Sprit, wie man sehen kann. Zusätzliche Seeleute an den Motoren, zusätzliche Seeleute bei der Navigation. Kommandant, der muss auch eine Runde schlafen, glaube ich. Ja, der Hagenau eigentlich auch. Die sollen sich mal beide eine Runde aufs Ohr legen. Wir brauchen jetzt auch nicht zwingend jemanden am Uzo. Das kriegt die Brückenwache schon ganz gut hin, denke ich. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Und dann spulen wir mal die restlichen Kilometer ab und dann überlegen wir uns, wie wir dann weitermachen. Also ich würde tatsächlich direkt straight Richtung Gibraltar fahren und dann La Spezia ansteuern. Dann kriegen wir auch hier noch diesen Mittelmeer-Schnellreisepunkt freigeschalten, was natürlich auch nicht so schlecht ist. Und was hätten wir denn hier eigentlich noch so für Optionen? Ich meine, da könnten wir uns theoretisch dann halt anschauen, wenn wir aufmunitioniert haben und die Vorräte aufgefüllt haben. Hafen von Malta, da könnte man mal vorbeischauen. Hier unten ist noch Alexandria, ist natürlich schon auch reizvoll. Also, käme man hier eigentlich durch? Das ist natürlich auch eine spannende Frage. Hier durch. Theoretisch würde das gehen. Was haben wir dann hier? Das Schwarze Meer oder was ist das? Ist nicht mal beschriftet. Aber hier wird es halt gar nichts geben. Keine Häfen, gar nichts. Aber das wäre auf jeden Fall eine interessante Nummer hier.
Alexandria, gut, den Nil werden wir wahrscheinlich nicht entlangfahren können. Ist nur so meine Vermutung. Und hier gibt es auch keinen Durchgang, ne? Also ist nichts zu erkennen. Aber so ein bisschen mal auf Erkundungstour gehen, dann, wenn wir aufmunitioniert haben, wäre schon ganz spannend. Aber hier kommen wir nicht hin, ne? Da sehe ich keine Möglichkeit. Aber das können wir uns halt schon mal anschauen hier. Also hier mal vorbeisehen, hier mal vorbeischauen. Malta und dann nach Alexandria weiter. Ich vermute halt mal, dass es mit den Tauchtiefen im Mittelmeer nicht so gut aussieht. Aber gut, ich meine, da muss man auch erstmal hinkommen. Bekannterweise, Patrouille ist eh schon abgeschlossen. Bekannterweise ist es ja eh so, dass das hier irgendwie eine Jungfrau ist, ne? Also, wisst ihr Bescheid. Da müssen wir unseren Kahn mit Vaseline einschmieren, wenn wir da durch wollen. Beste Chancen zum Absaufen. Ja, wir machen uns direkt auf die... wir setzen direkt Kurs auf Gibraltar, würde ich sagen. Finde ich jetzt ehrlich gesagt spannender, als hier noch irgendwie rumzuschippern und darauf zu hoffen, dass wir irgendwie einen entdecken. Und irgendwo hierhin müssen ja auch ein paar Nachschubrouten gehen, nach Afrika runter. Und die werden wahrscheinlich alle nach Gibraltar schippern. Was haben wir hier eigentlich noch? Safi, ist das tatsächlich ein neutraler Hafen? Weiß ich auch nicht, was man damit anfangen kann. Könnten wir uns natürlich zuerst ansehen, bevor wir nach Gibraltar schippern. Ich denke, da haben wir nichts zu befürchten. Sehr wohl, Herr Kaloy. Also zumindest keine Gefahr vor dem Hafen selbst ausgehend. Das ist natürlich schon alles hier mehr oder weniger Tommy-Territorium. Ne? Die haben hier gute Befestigungsanlagen, denke ich mal. Die werden hier auch einiges an Kriegsschiffen stationiert haben. Und natürlich auch, was man hier ganz gut sehen kann, Royal Air Force. Die machen mir eigentlich noch am meisten Kopfzerbrechen. So. Mal kurz ein bisschen langsamer. Den legen wir schlafen und er geht ans Radarwarngerät. Das will ich auf jeden Fall die ganze Zeit aktiv haben. Nicht, dass hier noch ein Malheur passiert. So, haargenau, den lassen wir noch ein bisschen weiter schlafen, aber den alten können wir mal ans U2 stellen. Irgendwo kann man doch auch, glaube ich, erkennen, wie gut gerade die Navigation ist. Wo war das denn nochmal? Ist das hier irgendwo dabei? Ah, hier läuft noch die Forschung. Da seht ihr es genau. Borkum. Das wird gerade noch erforscht. 17 Tage. Ich dachte, dass man hier auch irgendwo erkennen kann, wie gut gerade die Navigation ist. Nicht, dass wir den Standort verlieren. Also ich glaube, das wird jetzt so schnell nicht passieren. Okay, haargenau ist eh schon wieder am Kartentisch zurück. Okay, gut, das passt. Aber irgendwo kann man das einsehen. Hier vielleicht? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Nee, hab's vergessen. Na egal, ich meine, aktuell haben wir nichts zu befürchten. Dann, vielleicht mal speichern. Das habe ich jetzt schon ziemlich lange nicht mehr gemacht. Keine Ahnung, was uns hier erwartet. Wir schauen uns mal diesen neutralen Hafen an. Beste Verhältnisse. Ich würde ihnen ja tatsächlich jetzt hier auch einen Badestopp gönnen der Besatzung, aber glaube ich auch nicht die beste aller Ideen. Da sind schon schlechte, ungünstige Dinge passiert damals im Zweiten Weltkrieg. Ich kann mich erinnern, eine Geschichte gelesen zu haben, bei so einem Badestopp, da ist der Kommandant vom Turm gesprungen und ist mit dem Kopf irgendwie hier auf die Seite aufgeknallt. Ist, glaube ich, auch dran verstorben dann. Und dann kam, glaube ich, aber nagelt mich nicht drauf fest, erst der Befehl, dass solche Badestopps zu unterlassen sind, glaube ich. Bin mir relativ sicher. Ihr werdet's wissen. So, dann schauen wir mal. Nicht, dass die uns jetzt verpetzen. Kann natürlich auch passieren. Aber wir schauen uns das Ding mal aus der Nähe an. Das ist eindeutig ein neutraler Hafen. So, Nordostatlantik. Auch noch nie dort gewesen hier.
Okay, schauen wir mal. Ah, verdammt. Übles Wetter. Ganz, ganz übles Wetter. Das hatte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Bei der Küste kann man schon so leicht erkennen, die Silhouette. Meine ich zumindest. Ah, wobei, bin mir nicht so sicher, was ich da eigentlich sehe. Ich glaube, das ist noch nicht die Küste. Wir müssen noch ein bisschen näher dran. Das schauen wir uns jetzt natürlich an. Gehen wir auf halbe Fahrt. Diesel sagt 57%. Ja, alles gut. Ich meine, wir machen, versuchen relativ geradlinig nach La Spezia zu kommen. Und dann schauen wir mal. Also idealerweise können wir dort ja sogar die Patrouille abschließen, was ich aber irgendwie nicht glaube. Also ich vermute mal, dass dieses Ding, was ich mir freigeschalten habe, über die Ansehenspunkte halt nur dafür sorgt, dass wir aufmunitionieren können, aber das reicht ja auch. Ich meine, wir sind wirklich nicht darauf angewiesen, jetzt praktisch die Feindfahrt offiziell abzuschließen. Geld haben wir genug. Ansehenspunkte bringen uns nichts mehr, weil wir uns einfach nichts mehr dafür kaufen können. So, wir sollten vielleicht mal einmal schön Stopp machen. Wir sind schon ziemlich nah dran. Was ist das denn? Also ich würde mal sagen, da haben sie sich vielleicht mit den Texturen so ein bisschen vertan. Sau ärgerlich, dass das Wetter gerade so mies ist. Aber scheint auch eher unspektakulär zu sein. Also in dem Hafen, um den dürfen sich die Herren und Damen Entwickler wohl noch ein bisschen kümmern. Das, der sieht ja wirklich ein bisschen lieblos aus. Aber Häuser sind da schon zu erkennen. Ja, wobei, das geht hier drüben noch ein bisschen weiter. Wir fahren hier mal so. Wir sagen mal Hallo. Die werden sich hier einen Teil denken. Verdammte Suppe. Auch kein einziges Schiff zu sehen, ne? Können wir da noch ein bisschen näher dran? Nur ein bisschen bange, dass wir hier auf Grund laufen. Das dürfte theoretisch nicht der Fall sein, weil ich meine, das sind ja Hafenanlagen hier. Oh, ich glaube, es ist schon passiert. Kann es sein? Ah, rückwärts, rückwärts, rückwärts. Piep, 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 piep. Ja, das sind ja ein bisschen schwierige Hafenanlagen. Da hatte ich mir tatsächlich jetzt so ein bisschen mehr erhofft. Ganz klein bisschen, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay, jetzt sieht man zumindest ein bisschen was hier. So, damit sie Bescheid wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Okay, wir stoppen mal kurz. Schauen uns einfach so ein ganz klein wenig um hier mit der freien Kamera. Ich weiß auch nicht, also ich vermute schon mal, dass hier noch ein bisschen mehr geplant ist. Das sind ja alles Platzhalter hier, das sind halt irgendwie Häusertexturen. Da wird schon hoffentlich noch ein bisschen was kommen. Ist ja alles noch Early Access hier. Keine Ahnung, ob das dann jemals eine Funktion haben wird. Das ist natürlich schon ein bisschen traurig hier anzusehen. Ja. Naja. Wie sieht das denn aus deren Perspektive aus, wenn hier ein deutsches U-Boot auftaucht? Naja. Schon ganz cool. U96 macht Urlaub. Ja gut, es hilft ja alles nichts. Wir setzen Kurs auf Gibraltar. Langsame Fahrt voraus. Ach, Hagenau ist der jetzt von alleine in die Kombüse gegangen zum Kochen. Kann natürlich sein, weil also in den Eigenschaftsbäumen oder in diesen Skillbäumen von den Matrosen, von den Offizieren, da kann man denen ja auch, also da gibt es ja irgendwo den Punkt, dass die eben dann auch kochen lernen und dann wird das vielleicht zu deren Hobby und dann machen die das auch
ab und zu mal von alleine. Hier sieht man es genau. Hier ist nämlich Koch. Okay, wir können aber hier direkt was verteilen. Das sollte man vielleicht auch an der Stelle mal machen. Hier haben wir sowieso keine Auswahlmöglichkeit. Wie mir scheint. Also es geht nur über diesen Punkt hier. Führungsqualität. 3 Seeleute. Okay, das ist bei ihm natürlich gar nicht so schlecht, weil er ist ja auch der Artillerieoffizier, der Artillerist. Und dann geht das Nachladen einfach ein bisschen schneller. Das ist schon ganz gut. Ach so, nee, hier sind wir noch gar nicht, oder? Okay, verstehe ich jetzt irgendwie nicht so ganz. Hm. Ach nee, wir sind... Ah, okay, das hat er schon. Das hat er schon, deswegen wird er jetzt zum Experten. Mit seinem Einsatz und Fähigkeiten werden die Aufgaben im Hauptquartier um 35% schneller erledigt. Das ist natürlich super. Ganz nach meinem Geschmack. Okay, ich bringe uns mal in die Nähe von Gibraltar, wo wir uns gleich wiedersehen. Wir sind circa 300 Kilometer von Gibraltar entfernt, haben genau Kurs darauf gesetzt, 20. Februar um 12 Uhr Mittag. Also ich denke mal, es macht auf jeden Fall Sinn, das Ganze bei Nacht zu versuchen. Ich meine, wir können das schon à la das Boot-Style machen, also voll drauf zuhalten, dann tauchen und versuchen, sich von der Strömung durch die Meeresenge ziehen zu lassen. Ist natürlich auch ein bisschen risikobehaftet, wenn ihr euch an den Film erinnert. Schauen wir mal. Kletter mal runter. Checken vielleicht nochmal alles durch. Sehen mal zu, dass die Pressluftvorräte aufgefüllt sind. Lassen uns mal in der Kombüse blicken bei Bedarf. Vielleicht sogar nochmal ein bisschen lenzen hier. Solange wir hier noch schön Lärm machen können. So, Mannschaft sieht alles sehr entspannt aus, was die hier machen. Wie sieht es denn hier aus? Ich denke ganz gut. Ja, Männer, ab nach La Spezia. Kombüse, hat der... Ach so. Ja, da versuchen wir aber schon ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Ich denke mal, wenn man das nicht manuell macht, dann nimmt er einfach das nächstbeste und füllt einfach auf, dass irgendwas zu essen drin ist. Aber wir haben ja noch 4 verschiedene Lebensmittelsorten hier. Deswegen... Und wir haben sogar noch exotische Früchte. Da packen wir auch noch ein paar rein. Würde ich ja davon ausgehen, dass es in La Spezia davon ein paar mehr, gibt. Mittelmeer und so. Mediterranes Klima. So. Okay. Das passt. Maschinen sind schön geschmiert. Schnurrt wie ein Kätzchen. Pressluft vollständig gefüllt. Okay, gehen wir zum Kartentisch und überlegen uns mal einen Plan. Schauen uns das Ganze mal an. Wir bleiben erst bis auf Weiteres noch aufgetaucht. Funkmessgerät ist an, aber oh, das halte ich natürlich. Was hat denn das für eine Reichweite? Ach so, okay, das sind schon 12 Kilometer. Nein, glaube ich, können wir schon guten Gewissens aufgetaucht bleiben. Und uns mal ranpirschen und ungefähr so... Ja, schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Ich meine, jetzt ist eh schon 16 Uhr. Okay, Zeit vergeht doch relativ schnell. Gut, sehr gut. Dann dürfte es jetzt auch schon dunkel draußen sein. Mhm. Bestens. Geben wir ein bisschen Gas. Noch ein bisschen näher dran. Und dann vielleicht so in diesem Bereich langsam mal rundhorchen. Weil ich fürchte fast, die Nacht ist gleich schon wieder vorbei. Oh, schlechtes Timing. Ja. Also in dem Bereich, glaube ich, tauchen wir mal, würde ich sagen. Herr Kaloy. Allerdings schauen wir auch erstmal nach, wie tief es hier eigentlich ist. Kann mich nicht erinnern. Also wir sind ja, wir haben ja hier schon mal vorbeigeschaut vor etlichen Folgen. Sind dann aber nicht durch. Haben den Durchbruch nicht gemacht. Was haben wir denn hier? Okay, das geht aber noch. Das ist, geht voll in Ordnung. Dann tauchen wir jetzt. Und hören uns mal ein bisschen um. Wir gehen auf 30 Meter. Habe ich irgendwas von Alarmtauchen gesagt? Na egal, sehr nett anzusehen. Alle mal nach da aus! Fluten!
Wie viele Aale haben wir eigentlich noch? Kann ich das hier direkt einsehen? Na gut, jetzt wo sie hier alle auf einem Haufen stehen, wahrscheinlich eher nicht. Schauen wir doch mal. Sehr wohl, Herr Kaloy. Noch ganz ordentlich. 4 plus 5. Und hinten haben wir noch gar keinen rausgeblasen. Viel mit der Bordkanone erledigt. Das passt schon. Dann machen wir alle Geräuschquellen aus. Kreiselkompass und alle Maschinen stopp. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. So, da geht's auch schon los. Jawohl. Der erste Kontakt. Schraubengeräusch, kleine Gruppe. Da können wir natürlich mitnehmen. Ich meine, ein gewisses Risiko ist natürlich dabei. Aber wenn sie sich schon so anbieten, aufdrängen, würde ich doch mal sagen, den nehmen wir mit. Auf Seerohrtiefe gehen. Auf Seerohrtiefe gehen. 20 Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Und hier drüben. Also hier würde ich ja fast vermuten, das wären wahrscheinlich irgendwelche Patrouillenboote oder also generell irgendwelche Kriegsschiffe sein. So, jetzt haben wir hier den Kontakt verloren, dummerweise. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Ja, und das könnten natürlich auch Kriegsschiffe sein. 11.34 Uhr. Ideal ist das natürlich nicht, aber irgendwie... Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Ohohohoho. Ich würde es mir schon ganz gerne ansehen, ehrlich gesagt. Wenn wir drankommen. Also auftauchen hier am frühen Nachmittag. Bei besten Sichtverhältnissen würde ich mir eher verkneifen, glaube ich. Das scheint mir doch ein bisschen zu riskant zu sein. Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. Kommen wir da dran. Okay. Kleine Planänderung. Er geht in die Koje und er geht ans Akustikgerät. Der ist einfach noch frisch. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen größeren Radius. Schauen wir mal. Ich meine, primär ist jetzt natürlich das Ziel, durch Gibraltar irgendwie durchzuflutschen, aber wenn man unterwegs... Ach du Scheiße, okay. Feindliche Flugzeuge. Wo? Ja, unter Wasser haben wir halt auch kein... Ach du Scheiße, die halten ja direkt auf uns zu. Ich würde mal runtergehen. Alarm tauchen. Nee, maximal sichere Tiefe sicher nicht. Wir gehen mal auf 80 Meter runter. Man sieht nicht so aus, als würden die jetzt direkt auf uns gehen. Was haben wir denn hier? Kontakt in der Nähe. Also kann sein, dass ich jetzt zu vorsichtig bin. Möglicherweise. Da oben. Naja gut, die sind viel zu weit oben. Also ich würde eher mal auf Aufklärer tippen. Und wenn wir hier auf Seerohrtiefe rumschippern, ich meine, dann sind wir halt schon auch noch ganz schön sichtbar, glaube ich. Kann man sich den aus der Nähe ansehen, den Kollegen? Schwierig. Ja, schon was Größeres, ne? Sieht nach einem Bomber aus, würde ich sagen. Viermotorige Maschine. Und weg ist er. Okay. Ja, das passt schon. Das Problem ist, das ist einfach zu verlockend, wenn hier die Schiffchen direkt so vor der Nase rumschippern. So, also mal riskieren. Wir gehen nochmal hoch. Ich würde es mir einfach gerne ansehen. Mit wem wir es hier zu tun haben.
Wir sind auch relativ langsam unterwegs. Tatsächlich ein Frachter. Sollen wir es riskieren? Ist natürlich schon das Spiel mit dem Feuer. Ich meine, dann sind sie aufgeschreckt, dann wissen sie, dass wir da sind. Aber vielleicht kann man es auch irgendwie ein bisschen als Abwechslungsmanöver nutzen. Hier ein bisschen Damage machen, also hier ein bisschen Ärger, ein bisschen Staub aufwirbeln und dann nach hier unten wegschippern und schauen, dass wir durchkommen. Zumindest mal ein Schiffchen versenken. Naja, Luftqualität, das ist natürlich jetzt schon ein Problem. So, was können wir denn sonst noch tun? Kaliumabsorber haben wir zur Not noch. Ihn brauchen wir eigentlich gerade nicht. Transportschiff entdeckt. Achso, das ist einfach, damit ist einfach der Frachter gemeint. Schauen wir mal, ob wir einen Kurs auf den berechnet kriegen. Torpedokurs berechnen. So, Ventilation wieder aus. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Also wenn es jetzt Nacht wäre, würde ich es fast riskieren aufzutauchen, aber so... Ihr habt es ja gerade gesehen. Und das kann dann schon verdammt schnell gehen. Mit den Fliegern. Ein bisschen schneller. Ja, das passt schon. Da ist ein zweites U-Boot. Und der ist da schon dran. Aber wir haben jetzt den Kurs schon berechnet. Also ich neige schon dazu, dem den All zu spendieren. Wenn der andere uns nicht zuvorkommt. Dann soll es mir auch recht sein. Der scheint auch mit ziemlich schnell zu. Mit großer Fahrt mindestens. Moment, können wir dem... ich bin mir nicht sicher. Können wir dem Befehl geben? Ja doch, das geht jetzt sogar. Müsste gehen, oder? Rückzug, Verteidigung, Angriff. Ich gehe mal auf Verteidigung. Moment mal. Wir können dem schon einen Kurs geben. Dann schicken wir den mal hier hoch irgendwie. Und wir sehen dann zu, dass wir hier unten irgendwie durchkommen. Er wechselt auch tatsächlich den Kurs, also der hält sich da schon dran. So, dann brauchen wir unser eigenes Boot wieder. Okay, cool. Die Moral ist schon wieder im Eimer. Nur weil wir ein bisschen getaucht sind, ey, ganz ehrlich. Okay, aber wir sollten natürlich jetzt auch, eins noch... Wir hatten gerade eine Hand frei. Bitte einmal auf blaues Licht umstellen. Ja, bringen wir uns mal schön in Schussposition hier. Torpedo ausrichten. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Okay, perfekt. Torpedokurs berechnen. Dann. Was nehmen wir denn? Jetzt haben wir eh nur noch Zaunkönig, oder? Kann das sein? Die einen T3 haben wir hier auch noch. Dann verblasen. Blasen wir erst noch den T3 raus. Wer weiß, was da in Gibraltar alles auf uns zukommt. Sparen wir uns die Zaunkönige noch auf. Rohr 4. Los. Ja, ein bisschen tiefer vielleicht. Wir gehen mal auf 2 Meter. Und los. Los! Ja, wobei, das ist auch nicht allzu viel Tonnage, aber egal. Mal ein bisschen Staub aufwirbeln. Außerdem, also ich meine, wir sind ja nicht hier zum Urlaub machen. Auch wenn es zwischenzeitlich mal so aussah, wir sollen ja hier schon auch noch ein bisschen was versenken. Torpedoeinschlag. Direkt so in unmittelbarer Nähe zu Gibraltar, das hat natürlich schon 30 auch was. Sekunden. Psychologischer Effekt, würde ich sagen. Sekunden. So, dürfte jeden Moment soweit sein. Und Volltreffer. Na, ob das schon gereicht hat. Treffer. Schwere Schäden am Rumpf.
Schwere Schäden werden durchgegeben. Und hier sieht man jetzt auch den Zustand des Schiffes, wie er abnimmt. Schauen wir mal. Ich meine, sonst können wir natürlich auch einfach noch das andere U-Boot drauf ansetzen. So als Ablenkungsmanöver für unseren eigenen Durchbruch. Wäre auch eine Option, ne? Ja, hängt aber schon ein bisschen in den Seilen hier. Der hat schon Schlagseite. Ja, ich würde sagen... Ach, der hat sich jetzt verzogen, der Kollege. Dann gehen wir schön auf Angriff. Können wir dem... Können wir dem eigentlich auch Ziele zuweisen? Das weiß ich nämlich nicht. Liste der Offiziere. Ah, das sind meine Männer, oder? Ja. Kamera auf Einheit ausrechnen. Also ich glaube, explizite Ziele kann ich dem, glaube ich, nicht geben. U1166 haben wir hier. Aber gut, ich setze ihm halt so einen Kurs und gebe ihm einen Angriffsbefehl. Wobei, die haben eh schon evakuiert, sehe ich das richtig? Ja, die haben schon evakuiert. Ja, die werden absaufen, oder? Schauen mal, wir setzen erstmal Kurs. Nein. Für unser Boot. Und zwar erstmal so ein Stückchen in die Richtung und dann hier so einigermaßen mittig durch. Und dann hoffen, dass das gut geht. Und eigentlich müssten wir auch nochmal auftauchen, oder? Oder kommen wir da durch? Mach mir halt ein bisschen Sorge um den Sauerstoffgehalt. Okay, haargenau, Ruhepause. Funker braucht kein Mensch aktuell. Und er kann eigentlich auch in die Koje. So, die saufen ab. Ausgezeichnet. Hat er jetzt nochmal geschossen? Ah, doch, doch, doch. Der hat nämlich nochmal geschossen. Okay, das funktioniert also. Wunderbar. Dann schicken wir den gleich den beiden hier hinterher. Geben Angriffsbefehl. Hat er sowieso schon, ne? Das ist, glaube ich, einfach das generelle Verhalten. Also entweder defensiv oder offensiv. Oder halt umkehren. Rückzug ist wahrscheinlich raus aus dem Gebiet. Aber der hat direkt mal wieder eine volle Breitseite hier abgefeuert. Zwei Torpedos Minimum, denke ich mal. Ach, die machen gar keinen so schlechten Job hier, die Kollegen. Die Kameraden. Ist auch relativ des. Auch dann direkt ziemlich auf Tiefe gegangen. Ne? Er wird ja nicht aus der Tiefe geschossen haben. Okay, und... Das andere Schiffchen ist schon abgesoffen. Na schön, dann schauen wir mal. Also jetzt haben wir auf jeden Fall mal so ein bisschen ins Wespennest gestochen. Schauen wir mal, was passiert. Ja. Und wenn es dunkel wird, also ich, ja... Ich meine, jetzt auftauchen ist natürlich absoluter Wahnsinn, aber wenn es dunkel wird, werden wir, glaube ich, nicht drum herum kommen. Einfach nur mal ein bisschen Luft schnappen. Also bis zur Dunkelheit werden wir hoffentlich irgendwie durchkommen mit dem Sauerstoff. Blaue Beleuchtung, Besatzung. Naja, wobei es ist halt schon eine Stunde wieder verbraucht. Aber wir haben ja noch Kaliumabsorber, also das geht schon in Ordnung. Wieso hat sich er eigentlich wieder ans Funkgerät gesetzt? Warum? Ah, wir haben einen Feigling an Bord, verdammt. Ich glaube, er kümmert sich eh schon drum, oder? Automatisch. Schauen wir mal. Günther Becker. Moment mal. Günther Becker? War das nicht ein Offizier? Kapitän? Nee, der heißt nur... Der heißt ebenfalls Becker, aber es wird wohl nicht der Offizier sein. Ach, ich bin nur am falschen Schiff. Moment, jetzt. Günther Becker. Kann sich da bitte jemand drum kümmern? Das ist das Ende! Schrei hier nicht so rum. Ah, genau, auf geht's. Beruhigen. Ja, beruhigen. Macht mehr Sinn. Ja, wenn man die überwältigt, dann fallen die ja erstmal aus für eine gewisse Zeit. Ja, muss jetzt auch wirklich nicht sein.
Moral steigt wieder. Sei leise, sie könnten uns hören. Na, wird's bald. Das dauert schon eine ganze Weile. Aber egal, das kriegt er hin. Ja, der schippert den jetzt hier schon hinterher, ne? Legen Sie den Kurs an. So, wie weit haben wir es denn eigentlich noch? Nicht allzu weit. 50, 60 Kilometer. Ventilation an. Okay. Funktioniert also immer noch ohne Kaliumabsorber. Das passt. Hab ich blaues Licht an? Das wird hier gar nicht angezeigt. Moment mal. Wir haben doch blaues Licht angemacht, oder? Ja, ja. So. Kollege Becker hat sich beruhigt. Mannschaft. Er setzt sich immer wieder ans Funkgerät, der Östermann. Obwohl er noch gar nicht komplett ausgeruht ist. Und ich meine, wir sind unter Wasser. Da hat er einfach nichts am Funkgerät verloren. Lästig. Also schön. Dann mal Richtung Gibraltar. Kommandanten können wir eigentlich auch eine Runde Schlaf gönnen. Sechzehn vierundzwanzig. Boah, also von der Luft aus sind wir natürlich schon hart gut erkennbar. Wo sind wir denn? Oh ja, das ist aber schon... Also von ganz schön weit oben, ne? Ne? Ich habe gerade noch so einen ganz eindeutigen Blauschimmer hier gesehen, da. Das ist schon hart. Ja, wird schon schief gehen. Ventilation läuft noch, bringt aber jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel. Naja, wird Zeit, dass dunkel wird. Ich meine, wir können jetzt natürlich nochmal mit Kaliabsorber was veranstalten hier. Moment, Moment, Moment. Haben wir normale Geschwindigkeit? Ja. Dadurch können wir unsere Unterwasserzeit schon noch ein bisschen strecken. So. Ventilation. Da kriegen wir hoffentlich auch nochmal Nachschub in La Spezia. Aber wir hauen jetzt mal 10 Stück rein. Machen die Ventilation wieder an. Ist halt auch echt überschaubar, ne? 45 Minuten. Ja, problematisch, problematisch. Ich überlege gerade, ob wir es nicht doch riskieren sollen, mal kurz aufzutauchen. Den lege ich jetzt auch schon zum 10. Mal wieder in die Koje. Kontakt. Flugzeug, ja, bravo. Herzlichen Glückwunsch. Tauchen auf 60 Meter und der hält. Der dreht ab. Was macht er? Fettes Gerät. Aber der hat gerade, also er hielt gerade noch auf uns zu, hat jetzt aber, glaube ich, seinen Kurs geändert. Ich glaube, der geht eher Richtung anderes U-Boot.
schauen wir mal. Ne, der dreht komplett ab. Umso besser. Er hat es eher auf unseren Kollegen hier abgesehen, glaube ich. Aber er hat, glaube ich, von keinem die genaue Position. Ah, die können wir jetzt auch nicht beobachten hier. Ne, geht nicht. Er hat von keinem die genaue Position, wie mir scheint. Aber die wissen natürlich, dass wir da sind. Auf Seerohrtiefe gehen. Schauen wir nochmal, dass wir was zu sehen bekommen. Ja, shit, shit, shit. Schlechtes Timing. Es ist halt jetzt gerade mal kurz nach 5. Ich muss da nochmal Kali-Absorber reinhauen. Das hilft alles nichts. So, komm, beweg dich, beweg dich. Einmal zur Lüftung. Ist halt komplett aufgebraucht, ne? Boah, ich sollte wirklich in Zukunft einfach mehr von den Dingern mitnehmen. Wir hauen nochmal knapp die Hälfte rein. Klingt halt nach viel, aber es ist nicht wirklich viel. Also zwei Slots, glaube ich, sollte ich schon mitnehmen. In Zukunft. Und das wird uns jetzt hoffentlich bis in die Dunkelheit bringen. Okay. Und jetzt nimmt es schon wieder ab. Ah, zumindest bitte in die Dämmerung. Ich meine, hier sind wahrscheinlich permanent Flieger unterwegs. Hier ist ja eh schon die nächste Gruppe, die patrouillieren hier halt. Nicht gut. Nicht gut. Ich hätte länger warten sollen. Ich weiß auch nicht. Also möglicherweise können wir sie jetzt vielleicht noch riskieren. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich speichere lieber mal. Und dann tauchen wir einfach auf. Weil halt erst aufzutauchen, wenn das ja wirklich ganz aufgebraucht ist, ist halt schon auch echt verdammt riskant, wenn wir unter Wasser gedrückt werden. Und hier geht's vielleicht gerade noch so. Ja, Küsten, Küstengebiet. Blödsinn, wir müssen den Kurs mal ein bisschen korrigieren. So in etwa. So, und dann tauchen wir direkt auf. Sei es drum. Risiko. Direkt noch jemanden. Moment, der ist ja schon hier am Horchgerät. Luftreserven niedrig. Dieselkompressor an. Wow. Es ist schon riskant. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Kleine Fahrt. So. Funkbereich überwachen. Ich brauche den halt eigentlich am Dingsbums. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja gut, zumindest haben wir jetzt wieder Sauerstoff. Aber das wird halt das nächste Problem hier. Batteriekapazität. Was macht er? Puh. Kapitän? Was haben wir für eine... Das ist das Radarwarngerät, oder? Was man hier hören kann. Krass. Habe ich noch nie gehört. Live. Was wollte ich? Tiefe checken. Okay, das passt. Wir können also noch... Oh, der hält auf uns zu, oder? Bereit machen zum Tauchen. Hat er uns entdeckt? Scheiße. Ich würde sagen, ja. Fuck, okay. Auf Tiefe gehen. Und zwar im Eiltempo. Von wo kommt er? Von da, glaube ich. Irgendwo da hinten.
Ja, scheiße, aber zumindest haben wir wieder Sauerstoff. Ja, mit Schnorchel wäre das jetzt natürlich eine feine Sache, ne? Aber den haben wir nicht. Noch nicht. Ups, kann man den schon irgendwo erkennen, den Kollegen hier? Ich meine, der war schon noch ein gutes Stück entfernt. Sehr gut. Behaupte mal, da kommen wir schon raus aus der Nummer. Und es wird jetzt auch endlich mal langsam dunkel hier. Dann hoffen wir mal, dass wir das Flugzeug abgeschüttelt bekommen. Na gut, wir sind jetzt glaube ich schon auf 80 Meter, ne? Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Schiffsschrauben, okay. Vor dem müssen wir uns jetzt erstmal keine Sorgen machen, glaube ich, vor dem einen Flieger hier. Aber ich habe schon den Eindruck, dass die uns geortet haben. Schraubengeräusch, das wird das U-Boot sein. Soweit so gut. Naja, die haben schon eine Ahnung, wo wir sind, ne? Sind jetzt nicht völlig falsch. Ah, wir sind tief genug unten, denke ich mal. Okay, wir gehen wieder auf Seerohrtiefe. 1835. Mhm. Batteriekapazität wird natürlich ein Problem. 32%. Das zwingt uns halt auf jeden Fall auch zum Auftauchen. Ganz auf blöd. Schauen wir mal. Jetzt können wir zumindest hier mal Schnellreise machen. Jetzt haben wir es 7:30. Ich würde sagen, auftauchen vielleicht so zwischen 9 und 10. Je nachdem. Es ist halt... gut, zumindest kein Vollmond in dem Sinne, aber es ist schon echt auch verdammt hell. Ne? Aber es sollte reichen, zumindest um die Batterien ein bisschen aufzuladen. Weil ich glaube, so werden wir da nicht durchkommen. Wir hoffen mal, dass hier nicht zu viele Kriegsschiffe unterwegs sind. Dann wird das schon irgendwie klappen. Na gut, aber das machen wir in der nächsten Folge. Es bleibt spannend. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.